Servus, herzlich willkommen und ein fantastisches Hallo an die Family! Hallo! Ja, wir befinden uns gerade vor der Game City und wir werden da jetzt mal um die Ecke gehen und euch zeigen, wie viele Leute da eigentlich stehen. Ja, unfassbar viele Leute. Unfassbar viele Leute. Und wir hoffen, dass wir jetzt dann Presseausweise bekommen, dass wir die checken können. Das hat der Mucki gecheckt. Ja, drückt uns die Daumen, dass das klappt, weil da anstellen, dass... Pikachus, schau mal! Pikachu! Ja, dann schauen wir mal rein und ich würde sagen, wir sehen uns dann drinnen, oder? Ja. Sehen wir uns drinnen? Sehen wir uns drinnen. Also wir sind jetzt da in der... Oh, eine Kamera kommt auf mich zu. Hallo. Wir sind jetzt da in der Game City drinnen. Wir haben den Lukas übrigens auch getroffen. Servus. Den kennt ihr ja schon. Und da hinten ist der Patrick, ein guter Freund von uns. Der kann exzellent zeichnen. Und da ist der Wollner. Oh Gott, der Wollner ist auch da. Servus. Und jetzt wollen wir mal herumschauen und schauen, was es hier so auf der Game City 2016 gibt. Games. Jetzt mal ein paar kleine Impressionen mit Konstantin und der Glidecam, ne? Hey, 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 leg out. People got opinions and I never listen. They saying I would do this if I was in your position. They said I should have stayed in school, school. Criticized my tattoos too. Dragging out in my shows. Never played by the rules. I'ma shake it off. Think I hate my flaws. Hate I gotta break my frost. To make everybody got something to say, but their opinion doesn't matter at all. Then I'ma just be me, me. We didn't tell them on TV. Then they're gonna take back what they said when they told me what I couldn't be, be. Yeah. Clap with a fit, don't work out. Cause the paychecks on steady. Man, what about that face sex? Probably gonna regret it. Just forget it. I'ma get it. You ain't even gotta stress it. I'm about to show the world a thing. They even got a question. I'm good. Wie geil ist denn das? Kann man sich ein Super Mario Level selbst erstellen? Das ist schon sehr geil. Das hätte ich gern gehabt als Kind. Da hätte ich mich schön ausgesucht. So wie Minecraft und Super Mario. Ich meine, verdammt schon meine Nase fett aus. Glaubt man ist alleine auf dieser Messe, ja? Und wen trifft man da? Seine Schwester! Ja! Ich weiß nicht, was? Das Mu-Geräusch, das ist alles, was sie zu sagen hat. Sag einmal, Lea, wie gefällt's dir da? Ja, ist eigentlich eine schöne Atmosphäre hier, alles tipptopp, lustig. Ich würde sagen, ihr solltet echt mal herkommen, weil gratis Getränke. Also. Ja, das Ding ist halt, das ist kein Livestream, gell? Also. So, für jemanden, der nicht so E-Sports-affin ist wie ich, ja, ist dieser ganze Tumult um irgendwelche Spiele wie da drüben, die wie Rockstars gefeiert werden, unverständlich. Ich habe nicht einmal gewusst, dass es eine Austrian PlayStation League gibt. Was? Ich habe nicht einmal gewusst, dass es eine Austrian PlayStation League gibt. Gibt's? Ja, hinter dir, da schon. Org. Ist unfassbar, die werden hier gefeiert wie Rockstars. Applaudiert, geschrien. Groupies werfen ihre BHs auf die Bühne. Easy. Ganz krasser Shit hier. Ich hätte auch, ja, ich hätte gerne was zum Essen. Lass uns was zum Essen holen. Wie fühlst du dich, Mucki? Schlecht. Wieso? Urhunger, ich habe noch nichts gegessen. Und das Problem ist auch, wenn ich Hunger habe, finde ich Sachen nicht so labernd. Ich finde die ganze Veranstaltung gerade nicht so labernd. Aber vielleicht ändert sich das. Aber ich sterbe jetzt eh gleich, weil ich verhungern werde. Deswegen ist eh schon wurscht. Es ist gerade der erfreulichste Moment bis jetzt in meinem Tag. Oder an meinem Tag. Wollen wir wieder eine gekonnte Burger-Review machen? Ich habe hier einen zweistöckigen Burger. Der heißt nämlich mit Big. Und was ich jetzt anmerken möchte schon mal. Schau, das ist geschmolzener Käse. Lieber McDonald's, schneidet euch eine Scheibe davon ab. Aber ich möchte jetzt nicht zu lange warten, weil ich nur das essen kann. Konstantin is. Mit unserem Navigationstalent haben wir jetzt da die PlayStation-Halle gefunden. Und da gibt es ein cooles Spiel, das heißt... Wie heißt das? Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn. Und der Patrick meint, das ist cool. Aber das Problem an der ganzen Sache, wie die ganze Zeit, ist, dass da unglaublich viele Menschen halt einfach anstehen und um 5 Minuten dann zu spielen. Und außerdem sieht man, wer die meiste Kohle in diese Scheiße hier reingesteckt hat.
Das Ding ist halt, ich komme ein bisschen vor wie so in einem Freizeitpark. In einem Vergnügungspark. Nein, Vergnügungspark. Ja. Du stehst immer eine Stunde an, dafür, dass du dann 2 Minuten mit der Achterbahn fahrst. Das heißt, sie brauchen eigentlich noch so einen Premium-Eintritt, wo man 10 Euro hinlegen kann und den Expressway machen kann. Und das wird sicher sehr gut gehen. Absolut. Wir haben da die VR-Halle gefunden. Und da hast du jetzt diese ganzen VR-Games. Was halt schon ziemlich flashig ausschaut, um ehrlich zu sein. Was ich mich frage ist, wenn man diese Brille aufhat, wie man sich in einem Raum bewegt. Ja? Ich würde volle Wäsche gegen einen Kasten rennen. Komplett. Das ist saugefährlich. Du siehst ja nichts. Ja, aber ist das schon so weit, dass er sich im Raum mit dir mitbewegt? Das glaube ich nicht. Jetzt setzen sie ihm da gerade die Brille auf. Aha. Jetzt schauen sie, ob das... Ich zeig's euch lieber. Das Lustige ist halt eben, er spielt ja schon und für die Leute, die halt nur daneben stehen und nicht sehen, was da auf diesem Bildschirm passiert, schaut es halt irrsinnig lustig aus. Ich habe da gerade was ganz Orges entdeckt. Es gab ja, also Tekken kennt ja jeder und das alte Pokémon Stadion von N64 kennt wahrscheinlich auch jeder und jetzt habe ich gerade gesehen, es gibt Pokémon Tekken. Pokémon Tekken, wie geil ist das denn? Ja, wir sind jetzt wieder draußen von dem ganzen Spaß und die Schlange da ist noch immer abnormal. Ich habe ja gerade gesehen, die Schlange wird immer länger und das, obwohl es jetzt schon 17 oder 16 Uhr ist. Ich glaube, es ist 16. 16.30 Uhr, glaube ich, ist es. Hätten wir uns auch gerne. Ja. Die Schlange wird immer länger, ist scheinbar ein Riesenerfolg. Es wird alles immer größer. Das stimmt. Aber was mir halt auffällt ist... Dass es hier noch Pferdekacke ist. Auch, weil da ein Zirkus ist. Aber irgendwie, mir kommt es halt ein bisschen vor, als würden sie... Die Anzahl der Spiele, die zur Verfügung stehen, damit du sie ausprobieren kannst, nicht unbedingt reduzieren, aber nicht der Anzahl an Leuten anpassen und dass diese Veranstaltung wächst. Das heißt, du musst immer länger anstehen und hast einfach weniger Möglichkeit zum Spielen. Microsoft, also Xbox, ist zum Beispiel gar nicht da. Ich meine, mich interessiert das jetzt auch nicht so, Xbox, aber... Naja, ich finde schon, dass das ein Riesenteil ist. Ja. Schon. PlayStation hat den gesamten unteren Saal gemietet, ja, also das ist schon krass. Es also, ist halt sehr schade, dass so viele Leute anstehen und man sich quasi vor allem diese VR-Sachen nicht wirklich gescheit ausprobieren kann, ohne eine Stunde zu warten. Ja. Das ist halt. Also mir kommt so, als wird das rundherum wird's größer, aber das eigentliche Ding vom Gaming her wird nicht größer. Vielleicht wird es jetzt auch langsam Zeit für die Veranstaltung, einfach in eine größere Location umzuziehen. Man weiß es nicht. Und was halt auch noch ist, es wird immer ein bisschen mehr so Comic-Con-Style. Es gibt irrsinnig viele Leute, die mit Cosplay, Cosplay herumrennen. Also sehr cool. Das war unsere Meinung über die Games City 2016 in Wien. Was ist denn eure Meinung? Wie hat es euch gefallen, falls ihr da wart? Oder habt ihr vielleicht noch Vorschläge, wo sich diese Veranstaltung hin entwickeln soll? Ja, dann würde uns interessieren. In die Kommentare bitte. Genau. Sonst, wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns irrsinnig über ein Like freuen. Genau. Und wenn ihr noch nicht Teil der Mom-Family seid, ja, dann lasst euch doch einfach adoptieren. Richtig. Dann wünschen wir euch einfach noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Tüdelü. Ciao, ciao. Patrick, sag noch was zum Abschluss. Esch. Okay.